Irgendwie fühle ich mich in dieser Stadt zu Hause. Sie liegt am Meer und da drüben steht ein Leuchtturm. Oh, das ist ja der Erinnerer dieser Stadt. Du musst gut sein. Nimm bitte auch das hier. Vor allem 07 erhalten. Und dann willkommen zu Pokémon Diamant. Im letzten Part haben wir den achten Arena-Orden freigeschaltet. Wer den Part verpasst hat, kann ihn ja nochmal nachholen. Und wenn ihr auch keine Parts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Diese versteckte Maschine, sie enthält Kaskade. Dann bekommst du in die Pokémon-Liga. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Viel Glück. Bruder, was ist das eigentlich für ein Viech? Diese Frau da. Muss die mir irgendwas sagen? Vielleicht ist sie auch einer der Top 4. Jetzt könnten wir Blubstrahl ablernen. Also Kaskade 80, Blubstrahl also 65, ja, okay. Weg damit! Wo gehst du denn als nächstes hin, wenn ich mal fragen darf? Nach oben! Oh shit, und was wartet da auf uns? Die Pokémon-Liga. Oh. Also, let's go! Ich bin echt gespannt, was auf Route 223 auf uns warten wird. Trainer. Einfach Trainer. Einfach nur Trainer. Ich lasse jetzt nochmal einen Knackser hier vorne, damit, falls. Bruder! Chill! You Base. Warte mal kurz, ich möchte mich versuchen zu besiegen. So. Und dann können wir auch schon mal direkt. Wen eigentlich nach vorne? Ich glaube, wir wechseln mal Beyblade nach vorne. Weil der ist noch ein bisschen underlevelt. Und im letzten Part hat mir jemand. Ne, im vorletzten Part hat mir jemand. Oder weiß ich nicht. Also ich nehme es ja. Ich habe ihn ja 10 Parts euch voraus, aber. 10 Parts hier vor waren wir in welchem Part? Ich weiß gar nicht, in welchem Part wir überhaupt gerade sind. Und da hat mir jemand geschrieben, dass ich 20 Parts den anderen YouTubern voraus bin. Und das ist ja echt mal krass, oder? Und wir haben ja auch alles gesehen hier in diesem Spiel bisher. Bruder, dein Ernst? Bruder! Danke. Dann setzen wir halt Schutz ein. Wenn ich den überhaupt noch hab. Jo, 21 Top-Schutze. Wirkt der denn? Ich hoffe schon. Ich bin ja immer noch auf der Route, ne? So. Was? Was hat die von Bikini gelabert? Auf jeden Fall sieht sie eigentlich ganz hot aus. So. Also ich kenne ja Pokémon echt schon sehr lange, ne? Schon seit, ich glaube. 5 oder 6 Jahren. Und seitdem frage ich mich immer noch bei ganz, 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 ganz vielen Pokémon, was ihr Typ ist. Zum Beispiel bei Azuri. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht Wasser normal. Kann ja sein. Kann alles sein heutzutage. Also heute ist alles möglich. Joa. Ich wäre echt gespannt, wie wir in der Pokémon-Liga abschneiden. Aber da habe ich eigentlich keinen großen Zweifel dran, weil wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen mit unseren 5 Pokémon. So, dann geht's hier oben weiter. Links oder rechts? Ich bin ja Linksfüßler, deswegen gehe ich nach links. Oh, nee. Mantrips! Nee, Mantirips, oh mein Gott. Oh mein Gott! Hau ihn weg. Ich kann das Video nicht mal sehen! Danke. Ja, okay, lassen wir mal auch mal Krambox das machen. Aber der verpisst sich leider wieder. Aber wisst ihr, was in dieser Edition, in dieser Generation, irgendwie ein bisschen. Oh, Nachthieb! Lecker! Lecker! Finte vergessen und Nachthieb. Lecker! Das ist eine. Gucke ich mir doch direkt mal an, wie das aussieht. Auf jeden Fall in der Edition oder in der Generation generell
kann man irgendwie keinen Taucher finden. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist überschade, aber es wäre halt schon mal echt schick. Ich habe doch Schutz eingesetzt. Alles klar. Kommen wir da durch? Ja. Ich packe mal das Itemrad aus. Ich habe gestern so einen krassen Film gesehen. Also gestern war Samstag. Freitag. Meine Fresse, war das ein geiler Film, mein Gott. War halt auch echt brutal, aber mir hat er echt gefallen. Nämlich hieß der Krieg der Welten. Vielleicht kennen den manche. Beyblade und Switch Gamer sind vorne. Okay, Mach mal Drachenklaue, komm. Ja, genau so. Und nicht anders. Sehr schön. Jo. So machen wir es. Okay, jetzt muss ich noch ein bisschen überlegen, kurz. Ja, moin! Alles klar. What the fucking hell? Alter, what's going on? Wir wechseln mal zu Killer. Bruder! Jetzt, bin ich mal wirklich ein bisschen am Zittern. Wenn der jetzt schneller gewesen wäre als Marolo, Alter. Beyblade. Dann. Wären wir am Arsch. So, Hypertrank. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal wirklich einen Aufwecker in diesem Let's Play brauchen. Aber wir haben hier den ersten Kandidaten. Achso, wie sehen eigentlich unsere Orden jetzt aus? Ganz schick. Und ich hatte wirklich recht, als wir den zweiten oder dritten Orden hatten. Ja, genau. Ich hatte wirklich recht. Man kann wirklich die Orden polieren. Ja, moin, ich habe schon 27 Stunden fast gespielt. Alter. Ich komme mir gar nicht so vor. Aber ich nehme ja auch immer 20 Minuten auf. Ich habe kurz ganz schöne Rückenschmerzen. Deswegen muss ich mal kurz euch alleine lassen mit Marolo. Da. Und dieses Tentoxa, das wollte ich eigentlich auch erst mit meinem Team tun. Muss ich wirklich sagen. Aber dann habe ich gesehen, X-Edition ist eine Klasse für sich. So. Vielleicht werden wir ja auch Tentoxa einfach in einer anderen Edition mal verwenden. Kann ja auch einfach alles sein. Es kann alles möglich. Bruder, wir haben nur noch eine einzige Beere gegen Vergiftung. Wieso ist dafür immer so viel vergiftet? Bruder, was ist los? Was? So, nochmal gegen so einen Schwimmi-Typen. Typen, alles klar. Schwimmi-Typen. So ist Deutsch. Mein Gott.
So, dann machen wir noch mal ihn jetzt auf Level 46 und dann ist eigentlich auch sein Job erledigt. Also können wir jetzt eigentlich beruhigt noch mal vor der Pokémon-Liga Knaxel trainieren. So. Also ich möchte alle maximal über Level 45 haben. Ich glaube, auf dem nächsten Level erlernt auch schon Knaxel Erdbeben. Weil bei Domtendo habe ich gesehen, der hat halt auch Knaxel und der hat eigentlich schon bei der 8. Arena dann schon Erdbeben gehabt, aber der hat auch irgendwie vor uns, ich glaube 20 Parts vor uns, 21 Parts, ein bisschen heftig, 10 Parts oder 5 Parts vor uns Zertrümmerer, Stärke. Und das ist halt wirklich sehr unfair. Oh, please. Ja. Oh, an Land, an Land. Ja. Belieb auf Level 38. Bruder, was ist los? Boah, mein Gott. Also ihr wisst nicht, was ich gerade für einen Schock bekommen habe. Wenn du da den besiegst, ne? Wenn du da den besiegst, ne? Dann gibt's einen Kuss von mir auf den Kuss. Okay. Einen Kuss von mir auf den Kuss, ja moin. Strange Gamer. Und Rams. Und das hat ein echt. Die Flinklau, die ich ihm gegeben habe, ist echt gut. Muss ich sagen. Das war echt eine gute, schlaue Idee. So, Maschok. Aber habe ich gerade richtig gesehen? Das. Knackst jetzt Level 42, sind doch immer noch kein Erdbeben kann. Da will ich dich verarschen. Junge, was los? Los. Und ich finde eine Perle, die kann man auch verkaufen. Alles, was ich finde, möchte ich verkaufen. Ach so, Schutz wirkt nicht mehr. Der wirkt schon, seit ich ihn eingesetzt habe, nicht mehr. Also ich weiß echt nicht, was Schutz noch sein soll. Also das ist echt lächerlich. Sich verarschen? Jetzt kriegst du auch die Fresse, du Hure. Boom, bitch! So. Alle weggeflext. Ich hoffe, Knaxel lernt einfach. Erdbeben auf Level 43. Das ist halt der einzige Wunsch, den ich noch habe. Bevor ich sterbe. Spaß. Sterben ist nichts Gutes. Du lässt mich doch fliehen, Bruder, oder? Danke. Nein. Danke. Frau? So, was hat die gelabert vom Pokémon-Wettbewerb? Viel näher und den kannst du schaffen. Den kannst du schaffen. Yeah. Ja, der wird schon ein bisschen heftig. Oh! Oh, Bruder! Nee, dann wechsle ich. Also, das macht echt keinen Spaß. Danke!
Meine Fresse. Pilipa, verpisch dich. So, hier gibt's nichts, oder? Nope. So, Bruder. Bruder! Der Typ ist hier da. Willst du mich eigentlich verarschen? Willst du mich eigentlich richtig verarschen, du verficktes Drecksteil, du? Junge, was ein Schwein. Ich bin so froh, weil ich von der Route hier runter bin, ne? Ey, Bruder, das ist... Gyarados wird doch echt immer heftig, oder? In jeder Edition. Danke. Also Strange Gamer ist echt geil. Das war echt eine gute Entscheidung, den ins Team zu tun, oder Leute? Und hier brauchen wir Kaskade. Und wir sind doch schon direkt in der Pokémon-Liga. Aber erstmal kommt die Siegestraße, oder? Und hier oben endet alles, oder? Ja. Erholungsgebiet. Kampfareal. Überlebensareal. Holy shit, können wir sterben oder was? Ich gehe jetzt erstmal ins Pokémon Center. Bruder, danke. Gibt's auch einen Pokémon Supermarkt? Wahrscheinlich nicht. Siegestraße voraus. Let's go. Bin gespannt. Pokémon sind hier Georock, wie in Pokémon X. Bleib erstmal oben. Weil, wie man weiß von Fortnite, Highground ist immer das Beste, was man haben kann. Scheiße, das ist mal wieder sau kompliziert. Also, vor 10 Parts hat mir jemand geschrieben, die Rätsel sind noch fast heftiger als in Zelda. Wir gehen lieber. Und da kann ich Ihnen zu 100% zustimmen. Also, die Rätsel hier sind echt mega. So, kämpfen wir aber erstmal gegen... Digga, was? Also, ich werde nie mehr Schutz einsetzen, ohne Scheiß. Ja, was soll das eigentlich? Was soll das eigentlich? Also, das macht euch keinen Spaß, oder? Das macht euch keinen Spaß. Das macht echt keinen Spaß. Ich werde auch Knackse jetzt offscreen gleich trainieren. Oh nein! Das ist ja echt ein heftiger Typ. Ich hasse ihn. Schwein, Mann. Ey, Bruder, ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Fick dich, Alter. Fick dich einfach. Fick dich. Danke. So, bitte, 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 bitte. Alle nach diesem Kampf endlich mal Erdbeben. Wow. Aber wie hoch sind denn diese Pokémon gelevelt? Ich glaube, du musst wieder Strange Game eingreifen. So. Hau raus. Ey, fick dich, Alter. Und wegbisse, du Schwein. Bruder! Was ist los? So aus! Nein! Nicht du! Danke. Ich finde einen Hyperheiler. Der heilt, glaube ich, alle Statuseffekte. Wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. So ein Golbat. Lass ein Abo da.